Die Rückenschule für das Pferd besteht aus einem Wechsel aus Übertreten oder Schenkelweichen und dem daraus resultierenden reellen Vorwärts-Abwärts. Übertreten auf gebogener Linie bzw. Schenkelweichen auf gerader Linie stabilisiert die Hinterhand, es stärkt die Schulterkraft und hebt den Widerrist. Wenn das Pferd weit unter den Schwerpunkt tritt, kommt es zu Bauchmuskelanspannung und mehr Lastaufnahme auf der inneren Hinterhand. Das aktiviert wiederum den Rückenmuskel. Das gleichzeitige Kreuzen der Vor- und Hinterhand lockert Schulter- und Lendenbereich. Dadurch entsteht die Bereitschaft des Pferdes, sich zu dehnen und den Kopf fallen zu lassen. Es kommt zum Vorwärts-Abwärts. Die Oberlinie nimmt dabei eine entspannte Dehnungshaltung ein. Der Hals wölbt sich in die Verlängerung der Rückenlinie nach unten, idealerweise auf Höhe des Buggelenks. Die Stirnlinie des Pferdes kommt etwas weiter vor die Senkrechte. Die Balance des Pferdes wird erhöht. Das Pferd bewegt sich kraftvoll im Schritt, Trab oder Galopp. Viel Spaß beim Nacheifern!